sorry, jetzt habe ich doch fast den Einsatz verpasst. Es ist aber auch schon sehr interessant, etwas über eine Diesellok-Legende zu lesen. Und damit erstmal willkommen zu einer neuen Ausgabe von Franks Modellbahnwelt. Jetzt wollen Sie natürlich auch wissen, um welche Lok es sich handelt. Es ist nicht der Lokklassiker V200 der Deutschen Bundesbahn und auch nicht die Baureihe 118 der Deutschen Reichsbahn, die Dicke Babelsberger. Okay, jetzt spanne ich Sie nicht weiter auf die Folter. Es ist eine Diesellok, die in Schweden gebaut wurde und niemals auf Schwedens Gleisen zu Hause war, sondern in Norwegen und Dänemark ihren Dienst versah. Zumindest war es bis 1999 so. Die Rede ist, ganz klar erkannt, von den Nohabs. Gemeinsam mit Hagen von Ortloff habe ich mich auf die Socken gemacht, um Ihnen ein ganz besonders schönes Exemplar vorzustellen. In einem, ja sage ich mal, Eisenbahnromantik-Spezial sozusagen. Der aufmerksame Zuschauer hat es jetzt sicherlich auch schon bemerkt. Heute geht es nicht speziell um Modellbahn, obwohl das auch nicht ganz stimmt, denn ein Modell dieser Lok kommt im Herbst in den Handel, hat Finn Mu von NMJ gesagt. Ach, September, Oktober. Dann müssen Sie noch ein bisschen warten. Geduld muss sein. Geduld muss sein. In Modelleisenbahn muss man Geduld haben. Das ist immer wieder Lieferschein. Also Weihnachtsgeschenk. Mehr oder weniger Weihnachtsgeschenk. Ja, dann haben Sie es aus berufenem Munde gehört. Und somit bin ich also über Finn Mu wieder bei der Modellbahn gelandet. Nur nicht in dieser Ausgabe. Zu der ich Ihnen aber jetzt erst einmal viel Spaß wünschen möchte. Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer Zeitreise, zu einem Porträt einer Diesellok. Einer besonderen Diesellok. Ach, was sage ich? Einer Lok-Legende. Diese Lok ist eine Nohab. Nohab ist eine ganz berühmte Fabrik in Trollhättan in Schweden. Nyndqvist och Holm AB ist der Name, aus dem sich Nohab zusammensetzt. Gegründet bereits 1847. Die Lok hinter mir ist jünger. Sie stammt aus dem Jahr 1965. Und dass sie so aussieht, wie sie jetzt aussieht, hat sie drei Männern zu verdanken. Und die stelle ich Ihnen jetzt gleich vor. Ich sitze jetzt mit Michael Frick auf dem Führerstand der Nohab und Michael, du hast auch ein Unternehmen Altmark-Rehl und da ist diese Lok eingestellt. Erzähl mal was dazu. Das Unternehmen Altmark-Rehl, ja. Das Unternehmen Altmark-Rehl ist vor 12, 13 Jahren entstanden, weil ich an einem ganz bestimmten Tag am richtigen Ort war. Denn es gab ja die Nohab in Deutschland seit 99 bei Strabag, dass sie da fuhr und zu dem Tag hat Strabag dann beschlossen, irgendwann mal zu sagen, nee, wir brauchen die mehr, wir schaffen uns was Neues an. Wir versteigern die Maschinen und daran habe ich mich beteiligt. Bin ich zu meiner Bank, ich hätte gerne Lokomotiven gekauft, hat man mich natürlich wieder zur Tür gebeten und hat gesagt, kommen Sie dann mal wieder, wenn Sie genesen sind. Genau, aber doch, wir hatten einen Konsens gefunden. Und dann hat die Bank eingelenkt, hat gesagt, jawohl, das geht, bieten Sie mit. Und da habe ich mir drei Lokomotiven ersteigert. Vom Typ Nohab. Nohab, MÜ, ja. Mit deutscher Zulassung, zwar alle drei defekt, aber
Ich hatte drei. Und sie hat jetzt auch ein neues Outfit. Ja, ich finde ein herrliches Outfit, was lange gedauert hat, haben wir erarbeitet mit mehreren Personen, haben auch lange geschwiegen darüber, dass wir es machen wollen. Und ich finde, wenn man sich das Ergebnis jetzt anschaut, tadellos, tadellos. Und die wird dann auch im Betriebsdienst eingesetzt? Die Maschine geht jetzt nächste Woche schon in Einsatz. Und dann werden die Fotografen rund in Deutschland wieder was Neues vor die Objektive kriegen, so wie wir das schon mit unserer anderen berühmten Weihnachtslok gemacht haben, die ja auch ein sehr, sehr begehrtes Modell ist. Auch als Modell jetzt erschienen und gern fotografiert. Dich das irgendwie ein bisschen stolz, dass das sich so alles so entwickelt hat in die Richtung? Ja, dass man eigentlich aus nichts immer Schritt für Schritt weiterkommt. Ne? Ich habe ja als Lokvermietung, als Einzelperson angefangen und nun ist es ein Unternehmen geworden. Du kriegst Verantwortung, du musst gucken, dass deine Mitarbeiter auch bezahlt werden und es funktioniert und sie arbeiten mit alle und dann macht das Spaß, ja. Also das ist ein Weg in die Zukunft. Ja, also ich wollte noch nicht aufhören. Ich gehe zwar offiziell in meiner richtigen Arbeit jetzt in Rente, aber ich werde deswegen nicht aufhören, mich um die NOAB zu kümmern. Nein. Im Großen und im Kleinen, also auch im Modell? Auch im Modell, ja. Ich habe auch mal eine kleine Sammlung von NOAB-Maschinen im Modell, in H0, in Spur 1 und in 0. Immer bezogen so ein bisschen auf die Altmakrel oder sagen wir mal bezogen auf die deutschen Maschinen. Ja, die ist auch nicht klein, aber nicht so umfangreich wie von anderen. Aber mir reicht's. Alle die ich mal erlebt habe, sage ich mal, die habe ich auch als Modell, ja. Und die hier? Die hier gibt es ja noch nicht als Modell. Und ich hoffe, dass sie von der Firma, für die sie jetzt wirbt, als Modell erscheinen wird. Und dann kriegst du sie auch? Dann kriege ich sie auch, ja. Eine blaue Mauritius haben wir da entworfen. Das ist wirklich schön geworden, das Ding, ja. Der Vergleich mit der blauen Mauritius gleicht einer Liebeserklärung an eine Diesellok, die ihresgleichen sucht. 1965 erblickte diese NOHAB mit der Betriebsnummer MÜ 1155 das Licht der Bahnwelt und versah ihren Dienst bis 1999 bei der dänischen Staatsbahn. 1977 hatte die weinrote 1155 einen neuen Anstrich im rot-schwarzen Farbschema der DSB erhalten. Mit dieser Lackierung kam sie dann auch 1999 nach Deutschland und versah ihren Dienst bei verschiedenen EVUs. Und so verschieden war auch die Lackierung. Von 1999 bis 2003 war sie bei Foslo mit den Farben Blau-Silber eingestellt. Von 2003 bis 2011 versah sie ihren Dienst bei der Eichholz Rail GmbH. In dieser Zeit bekam sie wieder einen neuen Anstrich, diesmal im typischen braunen NSB-Farbschema mit gelben Seitenstreifen. 2011 übernahm die Altmark Rail diese Lok und wieder erfuhr sie eine farbliche Veränderung, diesmal nach amerikanischem Vorbild mit breiten roten Seitenstreifen, die an der Lokfront zusammenliefen. Mit diesem Farbkleid war sie bis zum Dezember 2021 unterwegs und Sie ahnen sicherlich schon, was jetzt kommt. Richtig, eine Neulackierung der Lok stand im Raum. Diese Info nutzte der Deutschlandchef von NMJ, Heinz Reich, aus, um seinen lang gehegten Traum umzusetzen, eine Lackierung mit norwegischen Motiven. Doch davon musste er erst seinen Chef Finn Mo überzeugen. Wie wir erfuhren, waren die Verhandlungen hart und zäh. Es dauerte ungefähr
60 Sekunden, vielleicht auch etwas weniger. Da war alles in Sack und Tüten mit dem Ergebnis: Erstens, die Lok wird nach der Idee von Heinz Reich als Werbelok für NMJ gestaltet und zweitens, NMJ sponsert die Lackierung. André Regensburger vom Verein die NoHub GM Gruppe Deutschland e.V., der schon an anderen NoHub Designs beteiligt war, war zu diesem Zeitpunkt noch völlig ahnungslos, bis ein Anruf kam von Heinz Reich von NMJ. Er war ganz aufgeregt und sagte: Ich habe einen Traum, eine große Idee und ich möchte eine Norwegen-Lok haben. Ich sage: Okay, können wir gerne machen. Wie stellst du dir das vor? Ich habe schon mit Finn gesprochen, es ist alles abgesegnet. Du sollst das Design machen und mit Michael, der weiß auch Bescheid, mach bitte mal. Na, sage ich: Okay, wie soll denn die Lok aussehen? Ach, am liebsten mit Elchen, Nordlicht und alles, was dazugehört. Naja, und da habe ich die Nacht drüber geschlafen und habe überlegt, wie man ein Design machen kann und habe das dann am Rechner entwickelt. Ja, wie muss ich mir das Ganze jetzt vorstellen? Na, man macht diese Sachen und bereitet man am Computer vor. Man hat dann im Prinzip eine Zeichnung, 2D-Zeichnung von dieser NoHub. Das habe ich mir alles selber schon mal vorbereitet. Und da nehme ich mir dann Bilder, die ich mal gemacht habe, schneide die aus und lege die praktisch virtuell auf diese Stellen. Na, hier zum Beispiel sehen wir ja den Troll. Der war am Ursprung auf der ganz anderen Seite, sah anders aus. Das ist dann eine Sache der Entwicklung. Es dauert ja unwahrscheinlich lang, bis das Design eigentlich dann mal so fertig ist. Man feilt dann an allen Sachen, aber man braucht erstmal ein grundsätzliches Design. Auch die Farben, das hat er mir freie Hand gerissen und hat gesagt: Such du bitte die Farben aus. Und da dachte ich: Okay, ein schönes dunkles Blau, ein schönes Grün, passt perfekt zusammen. Vor 2 Jahren war ich in Norwegen, habe ich das Glück gehabt, Nordlichter selber zu sehen und auch fotografieren zu können. Und da habe ich natürlich die Fotografien genommen und habe dann das ausgeschnitten und habe dann dieses Nordlicht auf die Lok draufgezogen. Auch die Trolle, die wir da in Norwegen fotografiert haben, habe ich dazu genutzt. Und die Elche, die hatte sich Michael schon mal anfertigen lassen, die hat er mir dann per E-Mail geschickt und die habe ich dann auch einfach zuerst mal drauf platziert. Ne? Und du musst dir das dann halt so vorstellen, dass man auf dieser Vorlage dann die Lok blau einfärbt, die Sachen grün mit da reinbringt und dann halt diese Sachen wie Troll oder Berge dann platziert und dann hin und her schiebt, solange bis es passt sozusagen. Und wenn der erste Entwurf fertig ist, dann kann man erstmal drüber schauen und dann habe ich das erstmal mir geschickt und habe gesagt: So, ist das umsetzbar für dich? Oder auch den Heinz, ich sage: Gefällt dir das? Er war begeistert. Und dann geht das an die Feinheiten, dass man beispielsweise den Elch vorne auf die andere Seite setzen muss, weil die Tür stört und solche Sachen muss man dann halt beachten. Nach der Abnahme des Entwurfs können nun die Lackierarbeiten in Angriff genommen werden. Klingt unspektakulär, ist aber bei dieser Lok etwas anders. Nachdem die Flächen abgeschliffen und die blaugrünen Grundfarben aufgetragen waren, war die Arbeit der Lackierer erstmal beendet. Die Umsetzung der Grafiken an der Lok war dagegen nicht ganz unkompliziert. Michael hat dann diese ganz tolle Idee gehabt, weil das auszudrucken auf einer Fotofolie wäre unwahrscheinlich kompliziert gewesen. Und dann hat er eben diese Jungs kennengelernt, die das mit Graffiti-Spray umgesetzt haben. Und das war natürlich eine tolle Geschichte, das so zu machen. Und ich bin auch, wenn ich den Treu sehe, wie die das hier umgesetzt haben, total begeistert von der ganzen Geschichte. Also super. Da kann ich André Regensburger im Namen aller NoHub-Fans nur beipflichten. Diese Lok hat ein wirklich tolles Design bekommen. Drängt sich für mich noch die Frage auf, wie lange und wie tief sitzt der NoHub-Virus schon bei André und vor allem, woher kommt diese Begeisterung für diese Maschinen? Ja, das ist so eine Faszination, hat die NoHub. Wer einmal eine NoHub live gesehen hat und vor allen Dingen auch gehört hat, der hat wahrscheinlich diesen Virus dann inne und kann einfach nicht mehr loslassen. Wie lange ist der jetzt schon bei dir drin? Oh, das ist schon sehr lange. Also
Das fing eigentlich schon im Kindesalter an, als ich damals zu DDR-Zeiten eine kleine Modelleisenbahn gehabt habe. Da gab es damals in TT schon eine kleine Nohab. Da war ich von der Form schon fasziniert. Die wollte ich unbedingt haben. Und zwischendurch hatte ich dann mal eine Pause, habe ich mich um andere Sachen gekümmert. Und dann später bin ich wieder zu den Nohabs dazugestoßen. Ein Urlaub in Ungarn war maßgeblich wahrscheinlich dafür verantwortlich. Und später dann der Nohab GM-Verein. Und was macht der Verein? Der Verein organisiert Sonderfahrten. Wir bringen für unsere Vereinsmitglieder Kalender jedes Jahr raus und unterstützt die EVUs bei Umsetzung solcher Geschichten vielleicht. Ja. So sehr, sehr viel kann der Verein nicht bewirken, weil wir selber ja nicht so ein Verein sind, der viel Geld hat und eine eigene Lok hat, wie das vielleicht in Ungarn ist. Das können wir leider nicht hier in Deutschland. Aber ein bisschen wirksam in Pflege der Maschinen, das können wir schon sein. Sonderfahrten, ein gutes Stichwort für mich. Ich erinnere mich an eine besondere Reise im Mai 2018 nach Ungarn, bei der die 1155 noch im alten Farbkleid als Ersatzlok für die defekte MÜ 1149 ihren Auftritt hatte. Es gab auf dieser Reise viele schöne Momente, Begegnungen und Eindrücke, aber prägend für mich war, dass ich auf der Rückreise nach Deutschland zum ersten Mal im Cockpit so einer Maschine Platz nehmen durfte. Genial! Der zweite beeindruckende Moment war die unverhoffte Durchfahrt durch den Wiener Hauptbahnhof, dem neuen Heiligtum der Österreicher. Das hatten wir sicherlich auch einem unbekannten Fan aus der Führungsetage der ÖBB zu verdanken, der diesen Sonderzug genießen wollte. Vor allem aber natürlich den außergewöhnlichen Sound einer Nohab. Einfach großartige Augenblicke. Oder anders ausgedrückt, Momente für die Ewigkeit. Der dritte in meiner Gesprächsrunde ist außer Zweifel der allergrößte Fan und Modellbahnhersteller der Nohabs, der Chef von NMJ, Finn Mo. Bei mir ist jetzt Finn Mo. Er ist der Inhaber der Firma NMJ. Seit 1979 werden in der Firma Modelllokomotiven hergestellt. Also schon eine ganze Weile, Finn, oder? Ja, hat ein paar gute Jahre gewesen, das stimmt schon. Und hauptsächlich Nohabs? Nein, nicht nur Nohabs, aber wie gesagt, Nohab einmal gesehen, einmal gehört, bist du schon verloren. Also das ist was mit dieser Lokomotive, was außergewöhnlich. Und das war die Lieblingslokomotive für jede Eisenbahnenthusiast in Norwegen. So klar, Nohab stand im Vordergrund. Aber wir haben auch viele andere Dinge gemacht, Wagen und Zubehör, Häuser, andere Lokomotiven. Wir machen alles. Aber auf der Nürnberger Spielwarenmesse gab es jedes Jahr eine Neuheit, eine Variante einer Nohab. Musste so sein. Und seit wann kennst du die Nohab? Seit welchem Alter? Seit 1954. Also diese 100 Jahre Jubiläum bei NSB in Oslo. Habe ich nur das erste Mal gesehen. Ich erinnere es nicht. Aber mein Vater hat mir erzählt, ich war tierisch erschreckt und wollte nur weg. Wegen, der hat so viel Lärm und war so groß. Aber seitdem war das meine Lieblingslokomotive. Und da ist der Virus innen drin? Das geht nicht weg. Das gibt keine Medizin dagegen, Gott sei Dank. Und was ist das Besondere, wenn du das jetzt einem beschreibst, der es nicht weiß? Oder wie erklärst du ihm diese Begeisterung für diese Lokomotive? Es ist eine Form. Es ist eine klassische Form von 50 Jahren, aber nicht nur das. Zusammen mit diesem Motor, dieses Zweitakt-Dieselmotor, Lärm, Musik, sagen wir bei uns, das ist erstaunlich. Also das macht was mit dir. Also du kriegst ein Gefühl im Körper. Also man fängt sofort an zu grinsen. Und es ist ein Genuss. Einfach so. Und jetzt musst du noch mal für ein anderes Resultat sorgen. Im Maßstab 1:87. Das muss so sein. Das geht nicht anders. Ich muss das Modell machen. So schnell wie möglich. Wahrscheinlich im Herbst kommt es. Dauert eine Weile.
viel Aufwand zu machen. Das ist auch ein sehr schwieriger Druckvorgang, mit diesem Ding zu machen. Aber wir schaffen es. Ja, da bist du ja selber schuld. Du wolltest es ja. Ja, so ist es. Es ist wirklich ein, also ich bin ja nun, sagen wir mal, nicht ganz so großer Fan der NoHub, aber auch, und ich muss sagen, das ist euch gelungen. Danke, danke. Das hören wir gerne. Nach dieser unüberhörbaren Liebeserklärung an diese Lok legt Finn sogleich persönlich Hand an. Er wünscht der Lok namens Jeanette allzeit eine gute Fahrt und immer eine Handbreit Schienen unter den Rädern. Ich wünsche dir, Jeanette, allzeit gute Fahrt. Ich wünsche dir eine gute Fahrt bei deiner Reise. Für die am nächsten Tag vorgesehene Fotosonderfahrt rangiert die Nordlichterlok, wie sie schon liebevoll genannt wird, ihren Güterzug auf dem Gleisvorfeld von Oebisfelde zusammen. Dazu waren auch extra zahlreiche NoHub-Freunde der NoHub-GM-Gruppe Deutschland e.V. angereist. Sie begleiteten die Lok auf ihrer Fahrt von Oebisfelde nach Barleben über Retzlingen, Flechtingen, Hadersleben, Großammersleben und retour. Die NoHub-Fans haben uns ja über diese Lokomotive jede Menge erzählt. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die alte Dame in ihrem neuen Kleid im Alltag bewährt. In Barleben wartete zur Freude der NoHub-Freunde die Mühe 1149, die Weihnachtslok, um dann gemeinsam mit Mühe 1155 den Zug wieder nach Hause zu bringen, nach Oebisfelde.
Am Ende des Tages mit der MÜH 1155, der Nordlichterlok, erwartete die NOHAB-Freunde noch ein weiterer besonderer Höhepunkt. Alle NOHABs der Altmark-Rehl präsentieren sich zur blauen Stunde. Was für ein Anblick! Auch wenn es jetzt ein bisschen zu regnen angefangen hat, der Wind stärker geworden ist, mein Fazit lautet, es war ein großartiger Tag, eine wunderbare Reise, eine Lok vom Allerfeinsten, eine NOHAB eben, wie sagte ich eingangs, eine Legende. Das war's von dieser Stelle aus. Machen Sie es gut, bis denn und tschüss. Das war also die Geschichte der NOHAB MÜH 1155. Sorry, jetzt habe ich mich einfach so verabschiedet. Dabei habe ich noch eine kleine, merkwürdige Beobachtung machen können, die ich euch nicht vorenthalten will. Merke, NOHAB-Lokführer lieben ihre Schätzchen, Lok, sehr und verschließen sie sorgfältig, damit sich ja kein anderer an ihr vergreifen kann. Bis denn und tschüss. Das war also die Geschichte der NOHAB MÜH 1155 und alle NOHAB-Fans dürfen sich auf das Modell freuen, welches im Oktober auf den Markt kommen wird und natürlich auch bei uns bei Xtreme24 erhältlich ist. Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter, dann erfahren Sie es zuerst. Bedanken möchte ich mich bei Hagen von Ortloff und allen Beteiligten an diesem Film und natürlich bei Ihnen fürs Zuschauen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal. Ihr Frank Puttig.